Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zum neuen Projekt auf meinem Kanal hier zu Beta Stunde. Ein ganz kleines, aber feines Spiel ist gekommen von einem meiner Lieblingsentwicklerstudios und zwar Annapurna Interactive. Schon einige Spiele habe ich von ihnen auf meinem Kanal gehabt. Stray nicht, aber Stray kommt auch von ihnen, das habe ich privat gespielt. Neon White, 12 Minutes, The Pathless ist, glaube ich, auch von Annapurna. Das sind, glaube ich, die drei, die ich von denen auf dem Kanal habe. Und jetzt ist heute was Neues gekommen, Storyteller. Und da macht man so eine kleine Bilderbuchgeschichte. Und das Spiel ist in 1-2 Stunden fertig, kostet auch dementsprechend wenig. Es gibt zum Release 10% Rabatt auf Steam, auf Nintendo Switch ist es ebenfalls zu kaufen, nur auf den beiden Plattformen. Auf Steam gibt es mit den 10% Rabatt, also habe ich in Schweizer Franken, ich komme aus der Schweiz, 13,50 Franken bezahlt, das sind etwa 13, 14 Euro. Was für ein Spiel, das 1-2 Stunden geht und mal was komplett anderes ist, ein völlig fairer Preis ist. Also, die Einleitung. Am Ende dieses Buchs wartet eine Krone. Sie wird nur den besten Geschichtenerzählern des Reichs verliehen. Jede Seite ist leer, bis auf einen Titel. Es ist deine Aufgabe, diese Seiten mit den fesselndsten Geschichten zu füllen. Vervollständige dieses Buch und erweise dich des Titels des Geschichtenerzählers würdig. Okay, Kapitel 1 ist Leben und Tod. Ich weiß, es gibt, glaube ich, 13 oder 14 Kapitel, irgendwie so. Also, wir fangen mal an. Nee, warte, hier. Mit der Liebe. Adam lebt allein, findet Liebe und stirbt. Glücklich. Okay. Adam ist alleine. Dann findet er Eva. Und dann stirbt er. Ah. Okay. Eva stirbt gebrochenen Herzens. Okay, das sind hier Szenen. Lieben. Tod. Okay. Dann, warte mal, heiraten die? Oder warte, sie ist alleine? Dann findet sie Adam. Und dann stirbt Adam. Ah, nee, sie stirbt gebrochenen Herzens. Null. Dann stirbt Adam. Und am Ende stirbt Eva. Also ein gebrochenes Herz hat er. Okay. Got it. Begegnung mit dem Geist einer Liebe. Also Fakt ist, die werden wieder heiraten müssen, okay? Dann stirbt dieses Mal die Eva. Kann ich denn die einfach hier wieder... Ah ja, dann ist es ein Geist. Okay. Dann hat der Adam einen Geist gefunden. Dann haben wir Kapitel 1 schon durch. Herzensbruch. Okay, ein gebrochenes Herz wird geheilt. Jetzt haben wir hier 4. Edgar, Lenora, Bernhard und Isobel. Also Fakt ist, Edgar heiratet mal Lenora. Dann stirbt dieses Mal der Edgar und dann wird die Lenora wieder heiraten. So. Ohne Tote. Wie geht es denn ohne Tote? Guck mal, sie checkt dann ja nix. Wie machen wir das ohne Tote? Der Edgar heiratet jemand anderes? Nee? Ein gebrochenes Herz wird geheilt. Und dann kann der Bernhard Isobel heiraten. Guck mal, dann ist es auch ohne Tote. Ja, guck mal. Sehr gut. Ein gebrochenes Herz wird geheilt. Also, Lenora und Isobel heiraten. Dann stirbt Isobel. Hallo. Kann ich jemanden wiederbeleben? Dann kann ich Isobel wiederbeleben. Okay. Und dann heiraten sie wieder. Ah, easy. Sehr gut. Alle lehnen Edgar ab. Okay, also darf Edgar nicht heiraten. Oder was? Dann machen wir jetzt mal Lenora und Isobel heiraten. Guck
Und dann kann ich zum Beispiel machen, dass die heiraten möchten und da. Guck mal, jetzt hat er ein gebrochenes Herz. Okay. Und hier hat er auch ein gebrochenes Herz. Und dann bleibt aber nur noch der Bernhard übrig. Muss ich eine der beiden Ladies sterben lassen? Das könnte natürlich sein. Machen wir mal. Ne, warte, Lenora. Lenora stirbt dieses Mal, nicht Isobel. Okay. Dann heiraten Isobel und Bernhard. Und Edgar will dann den Bernhard heiraten. Und alle haben Edgar abgelehnt. Na, guck mal. Überlebende Partner finden Trost. Geschichten können weniger Bilder enthalten. Okay. Überlebende Partner. Also da müssen... Okay. Dann gibt es hier eine Hochzeit. Edgar heiratet Lenora. Bernhard heiratet Isobel. Da muss jeweils einer sterben, ha? Mama, kommen. Homosexuelles Happy End. Dann stirbt Isobel und dann heiraten Edgar und Bernhard und haben sich gefunden und Trost gefunden. Ah, guck mal. Kapitel 2 fertig. Okay. Cool. Kapitel 3 Erscheinungen. Offenbarung. Hey. Edgar schockiert sich selbst. Amnesie. Ach, guck mal, mit Rechtsklick kann man was löschen. Okay. Also. Jetzt sieht er sich vor dem Spiegel. Er hat eine Amnesie. Dann stirbt er. Und dann sieht er sich als Geist vom... Nee. Er schockt sich selber. So. Dann die Amnesie und dann ist er... tot? Nee. Dann sieht er sich wieder vom Spiegel? Nee. Vielleicht, wenn er als erstes stirbt... und sich dann sieht, dann hat er sich selber schockiert. Dann hat er nämlich gesehen, er ist tot. Okay. Von Partner oder Partnerin abgelehnt. Ah. Es gibt jetzt eine Hochzeit. Edgar ist wieder involviert in der Hochzeit. Und dann stirbt er. Eine Katze schlägt mir die ganze Zeit mit ihrem Schwanz. Also nicht zweideutig verstehen, mit dem das hinten rauskommt. Ja, ich habe ein Weibchen als Katze. Dann wird Edgar wiederbelebt. Dann heiraten die zwei. Und dann... So, wieder abgelehnt, weil sie ja jetzt geheiratet hat. Und er wurde abgelehnt. Im Herzen gebrochene Partner wieder vereint. Okay, I got it. Edgar und Lenora heiraten. Dann stirbt Edgar. Lenora von mir aus auch. Und dann werden beide wiederbelebt. Ah ne, es kann nur einer wiederbelebt werden. Pro Feld, so. Und dann heiraten sie wieder. Nee. Das war's nicht. Wiederbeleben wir Edgar und dann im Herzen gebrochene Partner wieder vereint. Ja, das checkt er nicht, ne? Also es muss ja einer sterben. Na? Dann wird der Edgar wiederbelebt und dann heiraten die wieder. Dann stirbt die Lenora. Nee. Aber warte, vielleicht wenn beide sterben und keiner...
Wiederbelebt? Nee. Warte mal. Also. Ich muss ja. So. Es müssen ja beide ein gebrochenes Herz haben. Also es muss ja jemand wiederbelebt werden, oder? Nee, hä? What the hell? Im Herzen gebrochene Partner wieder vereint. Yeah, aber... Der checkt nix, ne? Das ist, wenn zuerst jemand stirbt? Ne, die checken das ja nicht, ne? Also, die müssen ja schon heiraten zuerst. Die müssen Liebe machen. Die Kollegen hier, die müssen Liebe machen. Ganz viel. Okay. Ja, und dann stirbt, machen wir mal so, stirbt die Lenora. Dann wird sie wiederbelebt, aber das, so macht das ja am meisten Sinn. Oder, beim Wiederbeleben kann man ja nicht, nee, kann man nur einen reinmachen beim Wiederbeleben. Okay, und wenn Edgar dann auch noch stirbt... Er wird wiederbelebt. Sie auch. Und sie heiraten wieder. Das ist es nicht. Wenn jemand wieder stirbt. Hä? Was mache ich falsch? Also das ist dann, denke ich mal, fix. Das muss ja so sein, ne? Wiederbeleben. Ah, so. Und dann wird sie wiederbelebt und dann heiraten sie wieder. Ja, guck mal. Sehr gut. Herzschmerz für alle. Wie viel habe ich denn hier noch jetzt in dem... Ah, guck mal, ist das letzte. Verhängnis. Okay. Gut. Herzschmerz für alle. Also, heiratet mal. Dann stirbt der Edgar. Dann wird Edgar wiederbelebt. Die heiraten. Dann hat Isobel Herzschmerz. Aber jetzt ist er nicht Herzschmerz für alle. Der Edgar hatte keinen Herzschmerz. Warte. Also das ist ja fix. Da muss einer sterben. Was, wenn die jetzt direkt heiraten? Dann wird Edgar wiederbelebt. So. Nee, aber jetzt hat er die Isobel keine... Ah, warte. Muss, so. Muss die Lenora sterben. Dann hatten alle einmal Herzschmerz, weil er halt... Er wurde abgelehnt. Okay. Kapitel 3 erledigt. Das ging ja flott. Kapitel 4 ist der Keller. Dann machen wir morgen. Ja, bei so einem Projekt kann man ruhig mal so 10 bis 15-minütige Parts machen. Und dann sehen wir uns doch morgen wieder. Sage ich danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss, meine Lieben.